Was wir hier auf den Nazoren machen, ist einfach das Wandern mit einem Motorrad. Kleine, schöne Schotterwege befahren, immer wieder anhalten, diese wirklich hier sensationelle Landschaft genießen, dann wieder irgendwo in ein Dorf zurück, dort eine Übernachtungsmöglichkeit suchen. Das macht eigentlich das Wandern mit dem Motorrad aus. Hier geht es nicht um Geschwindigkeit, hier geht es nicht um maximale Kilometer an einem Tag. Hier geht es wirklich um das Genießen von einem leichten Motorrad in einer sensationell schönen Landschaft. Schon fast 2 Jahren kam in einem Gespräch mit BMW die Frage auf, ob man nicht einen Nachfolger für die BMW HP2 Enduro entwerfen sollte. Ein Motorrad mit unter 200 Kilo, aber auf jeden Fall mit dem Motor der neuen wassergekühlten BMW. Eine der Aufgaben war, uns aus dem BMW-Baukasten zu bedienen. Das heißt, wir sollten möglichst viele Teile verwenden, die schon in irgendeinem BMW-Motorrad verwendet werden. Wir entschieden uns dafür, den Rahmen der R1200R zu verwenden, weil dort schon eine konventionelle Gabel zum Einsatz kommt. Wir haben Teile der GS1200 Adventure und wir haben auch Teile der F800 GS Adventure für dieses Projekt hergenommen. Um aber aus diesen Teilen ein wirklich vernünftiges, sportliches Motorrad zu bauen, hat Touratec einige Sachen zusätzlich entwickelt. Das fing an mit einem geänderten Rahmen. Es ging weiter über ein Rahmenheck aus Aluminium. Es ging zu einem hydrogeformten Tank mit 18 Liter Inhalt, einer Sitzbank, die aus einem Stück geschäumt wurde. Es ging natürlich bei Touratec um ein sehr leichtes, extrem gut funktionierendes Fahrwerk für dieses Modell. Und was man auf keinen Fall vergessen darf, sind die vielen Kunststoffteile, die erst das Design von so einem Motorrad ausmachen. Das wurde zusammen mit TT3D, unserer Schwesterfirma in Murnau, alles zuerst von der Zeichnung, dann in das Modell und schließlich zum fertigen Prototyp umgesetzt. Um ein Motorrad vom Gewicht so weit runter zu bekommen, muss man natürlich an vielen Stellen wirklich einsparen oder viel hochwertigere Materialien verwenden. Es ist eine Auspuffanlage entstanden, zusammen mit der Firma Akrapovic, die komplett aus Titan besteht. Da kriegt man schon mal auf jeden Fall um die 10 Kilo weg. Das andere, was sehr schwer ist an einem Motorrad, ist eine breite Sitzbank, ein sehr stabiles, auch koffertaugliches Rahmenheck, eine Bremsscheibe fällt noch auch so einem Konzept zum Opfer. Die Summe dieser Teile macht dann einfach diese über 40 Kilo, die wir an diesem Modell eingespart haben. Wir wussten, dass es keine Sport-Enduro werden sollte, sondern eine sportliche Enduro. Das Motorradwandern ist das, was uns allen eigentlich wirklich am Herzen liegt. Und Jochen Schanz, mein Partner bei Touratec, kam dann nach einem langen Diskussionsabend am nächsten Morgen mit dem Namen Rambler und alle waren begeistert. Der wurde übernommen und so heißt das Motorrad jetzt auch wirklich für alle Zeiten. Die R1200 GS Rambler findet natürlich bei Leuten gefallen, die einfach leicht reisen, die Leichtigkeit des Motorradfahrens erleben möchten. Der Rambler-Pilot hat natürlich erstmal keine Aluminiumkoffer dabei. Dazu wäre das Rahmenheck überhaupt nicht ausgelegt. Er wird vielleicht in Zukunft einen kleinen Tankrucksack zur Seite gestellt bekommen. Da sollte dann aber alles reinpassen, was nicht in seinen Rucksack auf dem Rücken passt.